In Trivandrum, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Kerala, befindet sich der hinduistische Goldtempel Sri Padmanabhaswam. Er ist einer der wertvollsten Tempel dieser Welt und hütet in seinem Inneren ein großes Geheimnis. Die königliche Familie von Travancore verehrten Padmanabha als Familiengottheit. Die Architektur des Tempels ist eine Mischung aus tamilischem Stil und den Merkmalen der indigenen Kerala. Der Legende zufolge wurde dieser Tempel am Anfang des hinduistischen Zeitalters errichtet. Kali Yuga, was Zeitalter des Kali bedeutet, gilt als Zeitalter des Verfalls und des Verderbens. Zeitlich befinden wir uns 3102 vor Christus. In diesem Jahr wurde der Tempel gebaut. Der schwarze Dämon Kali war Herr dieser Zeit. Obwohl diese Periode der Geschichte nur schwer zu bestätigen ist, erwähnen mehrere hinduistische Texte zwischen 500 vor Christus und 300 nach Christus genau diesen Tempel. Dies würde bedeuten, dass er mittlerweile um die 2500 Jahre alt sein könnte. In den Texten ist dieses Bauwerk unter dem Namen der Goldene Tempel gelistet. Hier wird deutlich, dass der Tempel bereits zur damaligen Zeit von unfassbarem Wert gewesen sein muss. Vor allem, wenn er als Tempel mit Mauern aus purem Gold bezeichnet wird. Dieses Heiligtum sowie alle dort enthaltenen Kostbarkeiten wurden lange Zeit von einer Treuhand unter der Leitung der königlichen Familie Travancore behütet und kontrolliert. Der oberste Gerichtshof Indiens jedoch untersagte der königlichen Familie, die Verwaltung des Tempels weiterzuführen. Bekannt ist, dass der goldene Tempel über 6 große Kammern verfügt, welche lange Zeit unter Verschluss gehalten wurden. Erst im Jahre 2011 ordnete der oberste Gerichtshof an, die sich im Inneren befindenden Gegenstände durch ein Komitee von Archäologen inspizieren zu lassen. Um diese Aufzeichnung besser dokumentieren zu können, wurden die jeweiligen Räume anhand der Buchstaben A bis F gekennzeichnet. 2014 entdeckten sie dann 2 weitere unterirdische Kammern, die dementsprechend G und H genannt wurden. Aktuell ist davon auszugehen, dass sich dort insgesamt 8 Kammern befinden. Das Innere dieser Kammern macht den Tempel zum wertvollsten dieser Welt. Die Kammern A, C, D, E und F sowie deren Vorräume wurden geöffnet. Hinter den Pforten dieser Gewölbe offenbarte sich ein gigantischer Schatz. Unter den vielen Reichtümern von unvorstellbar hohem Wert befand sich eine 1,20 Meter hohe, 91 cm breite und 30 kg schwere Götze von Mahavishnu aus purem massivem Gold, welche vollständig mit Diamanten, Rubinen und Edelsteinen besetzt war. Eine fast 6 Meter lange Goldkette und weitere Ketten, ebenfalls alles aus reinstem Gold. 5,50 Meter lange Diamanthalsketten mit einem Gewicht von rund 500 kg. Ein 36 kg schwerer goldener Schleier, 1200 Goldmünzen mit Edelstein, ein goldenes Gewand verziert mit Edelstein, mehrere Säcke voller Goldartefakte, Goldgeräte, Diademe, goldene Götzen, Goldmünzen verschiedener Länder und viele andere Objekte. Auch beinhaltet dieser wertvolle Schatz Edelsteine, Diamanten, Rubinen, Saphire und Smaragde, sogar napoleonische Münzen aus dem 18. Jahrhundert sowie Goldmünzen aus dem Römischen Reich wurden dort gefunden. Dem indischen Generalauditor Vinod Rai zufolge ist allein das, was 2014 in Kammer A sowie der Vorkammer gefunden wurde, 800 kg schwer und von unschätzbarem Wert. In Kammer A befanden sich Goldmünzen von 200 vor Christus und ein Thron aus purem Gold, bestückt mit Hunderten von Diamanten und anderen Edelsteinen, welcher allem Anschein nach für die Gottheit gebaut wurde. Ebenfalls fand man mit Diamanten und Edelsteinen verzierte Goldkronen, Stühle, Töpfe und Gläser aus purem Gold. Der Gesamtwert von allem, was man in den Vorkammern und Kammern fand, wird auf eine Summe zwischen 17 und 22 Milliarden Dollar geschätzt. Hierbei ist nicht einmal der historische Wert mit einbezogen. Im Jahr 1971 wurden die Maharajas ihrer enormen Macht beraubt. Bis dahin waren sie nämlich Herrscher über ihre Untertanen. Indira Gandhi hat alle ihre Privilegien abgeschafft, einschließlich des Rechts, ihre Titel zu benutzen. Ein Teil ihres Vermögens durften sie aber behalten.
Nach der Unabhängigkeit verstaatlichte Indien den Reichtum der Maharajas und ihr Herrscherstatus wurde aufgehoben. 1972 nahm ihnen die Regierung endgültig ihre Vorteile weg. Trotz allem berücksichtigte der Gerichtshof die Sorgen der königlichen Familie sowie die Angst vor dem Zorn des Gottes Vishnu, dem man den Tempel zusprach. Im Zuge dessen verzichtete man darauf, Kammer B zu öffnen. Im Jahr 1880 wurde spekuliert, dass der Inhalt der derzeit noch ungeöffneten Kammer B mindestens 50 Milliarden Dollar wert sein würde. Ist dem so, wäre dieser Inhalt mehr wert als der von allen anderen bereits geöffneten Kammern und Vorkammern zusammen. Die englische Schriftstellerin Emily Gilchrist Hatch schrieb 1933 einen Artikel, in dem sie sagt, dass es 1908 einen gescheiterten Versuch gegeben haben soll, genau diese Kammer B zu öffnen. Einem Bericht des ehemaligen indischen Auditorgeneral Vinod Roy zufolge wurde die Vorkammer der Kammer B bereits mehrmals geöffnet, die Kammer an sich jedoch nie. Es gibt mehrere Gründe, wieso Kammer B noch geschlossen ist. Auf der einen Seite ist sie durch eine Stahltür unbekannter Stärke verschlossen und auf der anderen Seite deutet nichts auf ein Schloss, eine Verriegelung oder einen anderen bekannten Öffnungsmechanismus hin. Man weiß also nicht, wie man diese Kammer öffnen soll. Bei allen anderen waren eben solche Öffnungsmechanismen vorhanden. Ein weiterer Grund ist eine Art bedrohliche Legende um diese Stahltür. Die Schriftstellerin Emily Gilchrist Hatch veröffentlichte 1933 das Buch Travancore – A Guide for the Visitor. In diesem Werk sammelte sie Erzählungen von Leuten, die bereits versucht haben, Kammer B zu öffnen, mit verheerenden Folgen. Diejenigen, die die geheimnisvolle Tür gesehen haben, erzählen, dass diese von zwei riesigen Kobras bewacht wird. Außerdem befinden sich rechts und links neben der Tür zwei Säulen, aus denen riesengroße Schlangen hervorsteigen. Sie gelten als eine Art Warnzeichen für alle, die versuchen, das Tor zu erzwingen. So sollen jene Personen mit einem Fluch belegt werden, welcher letztlich auch ganz Indien heimsuchen wird und sich verbreitet, sodass selbst eine Art apokalyptisches Unglück im Endeffekt die ganze Welt betreffen könnte. Hinduistische Überlieferungen besagen, dass das Tor durch die Stimmfrequenz eines geheimen Mantras geschlossen wurde und dass auch nur auf diese Art und Weise wieder geöffnet werden könne. Da heute jedoch kein Mensch in der Lage ist, ein solches Mantra durchzuführen, wird die Tür wohl niemals jemand öffnen können. Außerdem muss ein hochgelehrter Sadhus oder Mantrikas singen, welcher mit dem Wissen um die Erhebung der Nagabandham oder Nagapassam vertraut ist. Die Legende besagt, dass hinter den Gewölben der Kammer B eine weitere Kammer verborgen ist, welche aus dicken Mauern aus massivem Gold errichtet wurde. Hier verbirgt sich wohl das größte Rätsel in Verbindung mit dem Tempel und dessen Kammern. Der sich dort befindende immaterielle Schatz soll einer der größten der Weltgeschichte sein. Es gibt viele, die spekulieren, dass der Inhalt dieser geheimnisvollen Kammern weit über den materiellen Wert des Schatzes hinausgeht. Außerdem geht man davon aus, dass im Inneren der Kammern etwas verborgen liegt, das den Wert von Gold und Diamanten bei Weitem übersteigt. Wäre es möglich, dass es sich um das Wissen der Schlangengötter handeln könnte, welches Normalsterblichen verboten ist? Verbirgt sich hinter Kammer B ein Geheimnis, das der Menschheit verborgen bleiben soll oder für das wir noch nicht bereit sind? Oder beinhaltet die Kammer lediglich ein Vermögen, welches viele Probleme Indiens mit einem Schlag lösen würde? Im Jahr 2016 baten einige Experten den obersten Gerichtshof Indiens um Erlaubnis, Kammer B zu öffnen. Aber auch hier stießen sie auf unwegsames Gemäuer, welches von den fanatischen Gläubigen des besagten Fluches sowie von der königlichen Familie seine Öffnung verhindern soll. Heutzutage ist der Tempel von Sri Padmanabhaswam eines der am meisten geschützten Gebäude der Welt. Er wird mit den fortschrittlichsten Sicherheitssystemen bewacht, darunter auch Metalldetektoren und Überwachungskameras. Abgesehen davon wird er ebenfalls von mehr als 200 gut bewaffneten Sicherheitspersonal bewacht, einige davon mit schweren Waffen. Obwohl der Tempel ziemlich abgelegen von diversen Touristengebieten Indiens liegt, zieht er jedes Jahr Tausende von Besuchern an.
Die meisten von ihnen fühlen sich nicht nur von seiner spektakulären Architektur angezogen, sondern vor allem von dem dunklen Geheimnis um das rätselhafte Tor. Wer weiß, auf was für Überraschungen wir stoßen, wenn doch noch jemand beschließt, es zu öffnen.